Herzlich willkommen bei Pharmalogisch. Wir hatten ganz lange kein Rätsel mehr auf diesem Kanal und das wollen wir heute mal ändern. Heute gibt es wieder 10 Wirkstoffe zu erraten. Ich umschreibe sie euch und es sind alles gängige Wirkstoffe. Mit ein bisschen Überlegen und ein bisschen Hilfestellung werdet ihr draufkommen. Viel Spaß dabei! Der erste Wirkstoff wird zum Beispiel zur Senkung des Blutdrucks eingesetzt. Er gehört zur Gruppe der ACE-Hemmer, also er hemmt das Enzym, das aus Angiotensin 1 Angiotensin 2 macht. Das bedeutet, er hat eine typische Endung, die klingt wie ein Spülmittel, nämlich wie Pril. So, und jetzt gibt es da natürlich verschiedene Wirkstoffe. Der, den ich mir jetzt hier ausgedacht habe, der fängt mit E an. Jetzt habt ihr sicher alle schon erraten, ich rede vom Enalapril. Zweiter Wirkstoff. Das ist ein Wirkstoff, der ist nicht verschreibungspflichtig. Den kann man in der Apotheke ohne Rezept kaufen. Und zwar braucht man den bei Pilzinfektionen der Haut. Das kann ein Hautpilz an den Füßen sein, das kann auch ein Vaginalpilz sein, zum Beispiel, weil man ein Antibiotikum eingenommen hat und hinterher die Pilzinfektion auftritt. Gibt es als Creme oder auch als Vaginalzäpfchen. Und das Originalpräparat ist das Canesten. Der Wirkstoff gehört zu den Azol-Antimykotika. Und jetzt wisst ihr sicher, ich rede vom Clotrimazol. Der dritte Wirkstoff, der gehört zu den Opioiden, also ein sehr stark wirksames Schmerzmittel. Es wird sehr häufig in Form von transdermalen therapeutischen Systemen, also von wirkstoffbeladenen Pflastern eingesetzt. Der Wirkstoff wird auch in der Substitutionstherapie eingesetzt, also bei Drogenabhängigen, die von ihrer Sucht loskommen wollen. Die Endung deutet so ein bisschen auf die strukturelle Verwandtheit mit Morphin hin. Und der erste Buchstabe ist ein B. Ich rede von Buprenorphin. Nächster Wirkstoff, wir haben ein Antibiotikum. Das Antibiotikum gehört in die Gruppe der Aminoglykoside und das ist die Gruppe, die man von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen nur lokal einsetzt. Denn wenn man sie systemisch anwendet, dann besteht die Gefahr einer Oto- und Nephrotoxizität, also sprich Ohren und Nieren würden geschädigt werden und zwar irreversibel. Also systemisch hat dieser Wirkstoff wirklich nur in extremsten Ausnahmefällen was zu suchen. Eigentlich finden wir ihn vor allem in Augentropfen und Augensalben, die man eventuell auch lokal im äußeren Gehörgang anwenden kann. Ja, zwei Wirkstoffe gibt es, die da so im täglichen Gebrauch vorkommen. Das eine wäre das Kanamycin und ich hätte jetzt gern den anderen Wirkstoff. Das ist das Gentamycin. Jetzt suchen wir ein Antidepressivum. Und zwar ist es ein Antidepressivum, das sehr häufig auch bei anderen Indikationen eingesetzt wird, nämlich bei Schlafstörungen. Es ist ja oft so, dass Leute, die über einen längeren Zeitraum Schlafstörungen, Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten haben, nicht mit klassischen Schlafmitteln therapiert werden, sondern mit Antidepressiva, die eben diesen sedierenden Effekt als gewünschte Nebenwirkung haben. Der Wirkstoff fängt mit M an. Und ich meine das Mirtazapin. Machen wir weiter mit einem Wirkstoff, der inhaliert wird. Das ist ein sogenanntes Beta-2-Sympathomimetikum. Und dieses Beta-2-Sympathomimetikum entspannt die Bronchialmuskulatur und dementsprechend können Leute, die mit der Lunge Schwierigkeiten haben, dann wieder besser ein- und ausatmen. Da gibt es jetzt kurz- und langwirksame Wirkstoffe. Ich rede hier von einem kurz- und schnellwirksamen Stoff. Eigentlich
behaupte ich jetzt mal, das gängigste Beta-2-Sympathomimetikum. Ich meine das Salbutamol. Jetzt haben wir einen Wirkstoff, den man sehr häufig lokal verwendet. Also der wird zum Beispiel in der Apotheke in Rezepturen, in Salben mit eingerührt, die in der Apotheke eben hergestellt werden. Es ist ein Vertreter der Glukokortikoide, das was man im Volksmund so als Cortison bezeichnet. Das heißt, man hört an der Endung auch, dass es ein Cortison ist. Das hört auf On auf. Und da gibt es auch wieder verschiedene Versionen. Ich meine den Wirkstoff, der mit B anfängt. Also ich suche ein Glukokortikoid, das lokal eingesetzt wird, mit B anfängt und mit On aufhört. Das ist das Betamethason. Dann haben wir wieder einen ganz anderen Wirkstoff. Und zwar ist es ein Wirkstoff, der bei Allergie eingesetzt wird. Das ist ein Wirkstoff, den man vorbeugend nimmt in der Allergiezeit, der nämlich dafür sorgen soll, dass die Mastzellen sich nicht auflösen und kein Histamin freisetzen. Ist also ein Mastzellstabilisator. Und aus dieser Wirkstoffgruppe gibt es eigentlich nur einen Wirkstoffvertreter, der tatsächlich eingesetzt wird. Da ist man häufig geneigt, den falsch zu schreiben, denn ja, so spontan würde man ihn mit CH am Anfang schreiben. Tatsächlich wird er aber nur mit C geschrieben. Ich rede von der Chromoglyzinsäure. So, wir sind fast durch. Zwei Wirkstoffe haben wir noch. Der nächste Wirkstoff ist ein Schmerzmittel. Und zwar, je nach Dosierung, ein Schmerzmittel, das man auch ohne Rezept kaufen kann. Es wird sowohl lokal in Salben und Cremes eingesetzt, als auch in Tabletten und Kapseln. Das Schmerzmittel wirkt zusätzlich auch noch entzündungshemmend und auch fiebersenkend. Das ist aber weniger der Grund, wieso es eingesetzt wird. Es gibt einen ganz bekannten Hersteller, der eine Salbe mit diesem Wirkstoff anfertigt. Dieses Fertigarzneimittel ist das Voltaren. Und jetzt wisst ihr es alle, oder? Ich rede vom Diclofenac. So, und dann haben wir noch den letzten Wirkstoff. Das ist ein Wirkstoff, den man häufig als Begleitmedikation bekommt, wenn man Opioide oder auch manche Psychopharmaka dauerhaft einnehmen muss, weil die als Nebenwirkung eine Obstipation haben. Ich rede also von einem Abführmittel, von einem, das man ohne Probleme über einen längeren Zeitraum einnehmen kann. Das ist ein Pulver, das man erst in Wasser auflöst. Und ja, es ist auch nichts, was irgendwie eine zackige Wirkung innerhalb von Minuten hat, sondern das ist eher was, was auf die Dauer ausgelegt ist, was ein paar Stunden braucht, bis die Wirkung tatsächlich da ist. Wovon rede ich da? Ich meine natürlich das Makrogol. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Rätseln und seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis nächste Woche!